Heute packe ich mit euch den Gaming-Monitor G3223Q von Dell aus, gebe euch ein kurzes Review und die wichtigsten Daten und Fakten mit. Viel Spaß mit dem Video. Let's go! Pack mir direkt das Schmuckstück aus. Wir schneiden dazu einfach oben den Kardon auf und klappen den nach vorne weg. Und ihr seht ja auch schon, hier ist einiges an Zubehör dabei. Hier ein HDMI 2.1 Kabel. Dann USB Type A auf USB Type B. Das ist ein USB 3.2 Kabel mit 5 Gigabits pro Sekunde. Dann hier ein DisplayPort Kabel. Und hier zu guter Letzt das Stromkabel. Das können wir auch mal direkt auspacken. Ja, das ist so ein Standardkabel, wie ihr es auch am PC habt. Dann haben wir hier einen ganzen Stapel mit Garantie- und Service-Hinweisen. Die packen wir auch direkt aus. Und hier auch Ausfertigung in allen möglichen Sprachen. Dann ein Hinweis zur Energieeffizienz. Hier nochmal die europäische Version. Dann ein kleiner Quick-Start-Guide, wie ihr den Monitor anschließen und montieren sollt. Dann den Testbericht über den Monitor, der wird davor geprüft. Und hier den Standfuß. Ziehen wir gerade mal hier aus der Verpackung. Und ihr seht schon, der ist relativ massiv, wo den Monitor echt richtig solide auf dem Schreibtisch stehen lässt. Der ist auch relativ einfach zu montieren, das zeige ich euch gleich. Dann hier einfach weg mit der Verpackung. Und hier ist der verstellbare Ständer dazu. Auch richtig gut verarbeitet alles, kann ich echt nur loben. Und dann zu guter Letzt der eigentliche Monitor. So, ihr seht ihn hier mal von unten. Ich halte ganz kurz an. Was seht ihr jetzt hier alles? Von links nach rechts eben einmal den Stromanschluss, dann zwei HDMI-Anschlüsse, HDMI 2.1, dann einen DisplayPort-Anschluss und einen superschnellen USB-Anschluss 3.2 mit 5 Gigabits pro Sekunde Übertragungsrate. An den USB Type-B-Anschluss, wo ihr jetzt hier ganz rechts seht, schließt ihr direkt euren PC an. Und rechts nebendran sind dann auch nochmal USB 3.2 Anschlüsse mit 5 Gigabits pro Sekunde. Und da könnt ihr zum Beispiel Tastatur, Maus anschließen, was auch immer ihr wollt. Und dort ist dann auch nochmal ein Klinkenanschluss fürs Headset. Hier hinten wird dann der Ständer montiert. Und auf der Rückseite seht ihr hier auch so Lamellen vom Bildschirm, wo eben die Luft schön durchzirkulieren kann, dass der Bildschirm nicht überhitzt. Und da sind unten rechts, wenn ihr das erkennen könnt, auch nochmal die USB-Anschlüsse, wo ich euch gerade beschrieben habe. So, Monitor haben wir hier, Standfuß haben wir hier und den Ständer, den montieren wir jetzt direkt. Wir stecken den jetzt hier einmal drauf. Und wenn wir den dann hochnehmen, können wir den hier unten mit einer Daumenschraube fixieren. Gerade ein paar Umdrehungen rein und er hebt bombenfest. Und dann könnt ihr die Lasche hier einfach reinklappen. Und jetzt kommt hier der eigentliche Monitor dran. Ihr habt hier oben zwei so Zapfen und da wird der im Prinzip direkt eingehangen.
An der Stelle möchte ich mal ein paar trockene technische Daten auch direkt loswerden. Wir haben hier einen 32 Zoll Bildschirm. Der hat eine Millisekunde Reaktionszeit. Wir haben hier eine Bildwiederholrate von 144 Hertz. Wenn ihr am PC zockt, wenn ihr an der Konsole zockt, 120 Hertz. Dann haben wir hier HDR 600. Das heißt, der Bildschirm hat einen extrem hohen Farbraum und guten Kontrast. Dann verfügt er eben einmal über AMD FreeSync, um die Latenz zu minimieren. Und Nvidia G-Sync ist hier auch verbaut. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, der Bildschirm hat extrem gute Schwarzwerte, richtig brillantes Bild. Ich habe auch direkt daneben noch einen guten Monitor stehen. Der hat auch 4K und eine Millisekunde Reaktionszeit. Und da sieht man schon deutlichen Unterschied. Ihr könnt auch gerne mal auf meine Instagram-Seite gucken. Dort stehen beide Bildschirme nebeneinander. Und gerade die Schwarzwerte, die Brillanz, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Obwohl der andere Bildschirm beim Kauf auch richtig gut war. Ich verlinke euch auch die Herstellerseite direkt unterm Video. Dann könnt ihr die auch nochmal in Ruhe anschauen, wenn ihr da irgendwelche Details wissen wollt. Dann drehen wir den Bildschirm auch direkt um. Ihr seht ja auch schon, den kann man richtig gut neigen auch. Es ist extrem gut. Ihr könnt den nach links, nach rechts schwenken, hoch und runter. Ihr seht hier schon, richtig guter Neigungswinkel. Und ihr seht schon, auch in der Höhe könnt ihr den echt gut verstellen. Noch ein ganzes Stück, das ist nicht selbstverständlich für so einen Monitor. Das geht schon einige Zentimeter. Und hier möchte ich euch auch nur direkt die Knöpfe auf der Rückseite zeigen für das Menü. Wir haben auch einen richtig schönen Druckpunkt. Da könnt ihr eben das Menü einstellen, könnt den Bildschirm einstellen. Und hier seht ihr so eine LED-Leiste, wo blau leuchtet. Sieht auch richtig nice aus, wenn ihr im dunklen Zimmer zockt. Und der Standfuß richtig massiv gemacht. So, dass ihr den ganzen Bildschirm nochmal seht. Abschließend möchte ich euch noch sagen, ich habe den Bildschirm jetzt ungefähr 4 Wochen in Verwendung. Ich würde den auch direkt wieder kaufen. Richtig schön gemacht, der Bildschirm. Er hat auch extrem schmale Ränder. Was ich gut finde, gerade wenn ihr zwei Bildschirme nebeneinander stellt, ist das ein ganz anderes Erlebnis. Gerade die Schwarzwerte, die sind richtig gut. Gerade dunklere Bilder, die werden richtig schön dargestellt, eben durch das HDR 600. Das Bild ist richtig schön brillant. Und gerade wenn ich die zwei Monitore nebeneinander stehen habe, wo ich habe, ich habe da noch ein Samsung, eben auch wie ich vorhin erzählt habe, das war echt ein richtig Top-Modell. Wenn man da dasselbe Bild anschaut auf den zwei Bildschirmen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist auch ein Bildschirm auf jeden Fall mit den 144 Hertz. Für die Zukunft, auch wenn ihr mal einen besseren PC noch habt. Ich habe als Grafikkarte eine Nvidia GeForce RTX 3080. Die hat schon ordentlich Power und ich muss sagen, die 144 Hertz, wenn ich da voll aufdrehe, richtig geile Grafik einstelle, also die werden niemals dauerhaft erreicht. Von dem her habt ihr auch einen echten Bildschirm, wo ihr für die Zukunft auch noch einen gescheiten habt. Die 32 Zoll, ich hatte davor 28. Das ist eine deutliche Steigerung. Und das ist echt ein richtig schönes Spielerlebnis zum Zocken. Aber auch wenn ihr am Arbeiten seid, ihr habt schön Platz auf dem Desktop. Ihr könnt auch ohne Probleme zwei Fenster nebeneinander öffnen und könnt es nur gescheit lesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gern ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.